Wir haben jetzt hier eine Industrial Security Hacking Demo, die wir gleich zeigen werden. Cyber Security im Umfeld der Industrie ist ein essentielles Thema. Ich glaube, Ihnen ist klar nach ein paar Vorträgen, die Sie gehört haben, dass es enorme Datenmengen sind, die generiert werden, aber die auch gleichzeitig ein Stück weit Ihr Geheimnis sind. Per Live-Demo wird durch ein aktuelles Bedrohungsszenario jetzt im Anschluss in der Präsentation geführt und Ihnen erklärt, welche Gegenmaßnahmen sich Industriekunden effizient zulegen können und sich so wirklich sinnvoll schützen können. Bitte begrüßen Sie dazu herzlich. Nach dem Video, da stellt er nämlich schon mal seine Demonstration ein, Martin Emberger, er ist Cyber-Security-Experte. Digitalisierung verändert alles. Sie verändert die Art, wie wir nach Produkten suchen, wie wir sie konfigurieren, wie wir sie kaufen und wie sie geliefert werden. Das hat tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamte Industrie. Deshalb müssen Unternehmen reagieren und zu digitalen Unternehmen werden. Dadurch werden Kommunikationsnetzwerke immer komplexer und breiten sich über alle Domänen des Unternehmens aus. Wertschöpfungsketten werden mit Hilfe eines sogenannten digitalen Fadens, also durch Software, immer enger verwoben. Die daraus wachsende Komplexität und zunehmende Abhängigkeit von Daten machen Unternehmen angreifbarer denn je. Security in der Automatisierung zu gewährleisten, ist einer der wichtigsten Aspekte auf dem Weg zum digitalen Unternehmen. Das integrierte Industrial Security Angebot von Siemens schützt und verteidigt alle Dimensionen der industriellen Produktion durch ein umfassendes Defense-in-Depth-Konzept. Systemintegrität durch integrierte Security-Funktionen. Netzwerksicherheit schützt Automatisierungsnetzwerke gegen unautorisierten Zugriff. Anlagensicherheit umfasst den physikalischen Zugang und Security Monitoring. Und trotzdem, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Industrial Security ist eine sich ständig ändernde Herausforderung. Mit unserem tiefgreifenden Service und Support, unserer aktiven Mitwirkung in relevanten Security-Gremien, unserer steten Security-Forschung und mit unseren immer aktuellen Security-Meldungen helfen wir Ihnen dabei, sicher zu bleiben, indem Sie den Bedrohungen immer einen Schritt voraus bleiben. Heute, morgen, jeden Tag. Ja, hallo und herzlich willkommen. Christine, herzlichen Dank für diese wunderbare Einleitung. Ich freue mich sehr, heute zum ersten Mal auf so einer Bühne stehen zu dürfen. Und Sie wissen ja alle, wie das ist. Die Technik spielt nicht mit. Daher möchte ich Sie einfach noch mal ganz kurz um eine Minute Ihrer Geduld bitten. Das ist eben das Schöne an so einer Live-Demo. Wir hätten uns auch für ein Video entscheiden können, aber das macht dann doch einfach auch nichts her. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, wenn ich mal in die Richtung meiner Kollegin gucke, dass ein Video jetzt da ist. Ja, sehr gut. Also. So, dann können wir jetzt anfangen. Ich freue mich sehr, wie schon gesagt, heute zum ersten Mal auf so einer großen Bühne. Meine Damen und Herren, Cybersecurity. Ein Thema, was mich schon seit mehr als 10 Jahren beschäftigt. Zuerst als Entwickler, danach mehrere Jahre im Security-Testing. Heute unterstütze ich zusammen mit meinem Expertenteam unsere Serviceprodukte für die Industrie. Worum geht es heute? Ich möchte Sie bitten, begleiten Sie mich bei einem kleinen Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, ein Engineering-PC in Ihrer Anlage, verbunden mit Ihrer Automatisierungsanlage, aber abgetrennt vom Internet, aus Sicherheitsgründen. Auf so einem Engineering-PC finden sich allerhand interessante Informationen. Automatisierungsprojekte, Netzwerkpläne, Backups, Rezepte oder auch Steuerungssoftware
für Ihre Industrieanlage. Auch so ein System. Ich bräuchte bitte meinen Bildschirm. Sie sehen, meine Damen und Herren, dass wir nichts sehen. Gut, wir improvisieren. Also wenn wir eins können, dann ist es improvisieren. Auch so ein System, unser Engineering-PC in unserer Anlage, auch so ein System benötigt hin und wieder Updates. Da wir hier in diesem Fall leider keine Internetverbindung haben, war mein Kollege so freundlich und hat mir heute Morgen schon mal diesen USB-Stick vorbereitet für unsere Updates. Und Sie wissen ja selbst, wie das ist. Updates brauchen immer eine gewisse Zeit. Nutzen wir doch die Zeit, um über Cybersecurity zu sprechen. Schätzen Sie mal, wie viele neue Schadprogramme werden stündlich im Internet gesichtet? Eine Schätzung, der Herr? Fast. Es sind 16.000 oder 5 jede Sekunde. 5, 10, 15, 20. Antivirenprogramme können hier üblicherweise nur reagieren. Denn bis die neuesten Pattern-Files aktualisiert und heruntergeladen wurden, dauert es eine gewisse Zeit. Und auch Betriebssystemhersteller sind hier üblicherweise im Nachsehen, denn moderne Schadprogramme nutzen sogenannte Zero-Day-Exploits, also Schwachstellen, die auch dem Betriebssystem bis dato nicht bekannt waren. Wow! Und jetzt ist es uns auch passiert. Was steht hier? Unsere Dateien wurden verschlüsselt und wir sollen 300 US-Dollar in Bitcoin bezahlen, um sie wiederzubekommen. Darf ich vorstellen? WannaCry. WannaCry war der heftigste Malware-Ausbruch im Jahre 2017. Binnen weniger Stunden wurden weltweit mehrere Millionen Systeme infiziert. Von Privatanwendern, aber auch in der Industrie, im Transportgewerbe oder im Gesundheitswesen. Stellen Sie sich vor, Ihnen oder einem Ihrer Kollegen wäre das hier in Ihrer Anlage passiert. Die Daten auf unserem Engineering-PC sind verschlüsselt. So nicht mehr zu gebrauchen. Hand hoch. Wer macht alles regelmäßig Backups? Immerhin. Perfekt, sehr gut. Aber was ist jetzt mit unserer Automatisierungsanlage? Müssen wir sie vom Netz trennen? Müssen wir sie vielleicht abschalten? Was ist mit der aktuellen Produktion? Und wer kann uns jetzt eigentlich noch helfen? Sie stellen fest, jetzt hätten Sie ein Problem. Wie können Sie sich in Zukunft vor dieser Art Bedrohungen schützen? Eine Antivirenlösung, haben wir bereits gelernt, ist in so einem Fall nicht das Mittel der Wahl. Eine gute Alternative wäre Whitelisting. Lassen Sie uns zusammen ein paar Minuten in der Zeit zurückgehen, bevor ich diesen Stick hier an unser System angesteckt habe. Ich habe noch mal ein zweites System vorbereitet, das jetzt hoffentlich seinen Dienst erfüllt. Ja, perfekt. Und auch hier möchte ich wieder unsere Updates fahren. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jedenfalls, wir sehen kein WannaCry. Warum ist das so? Dieses zweite System wurde mit Whitelisting geschützt. Whitelisting ist eine sehr effiziente Methode für Systeme, die üblicherweise wenig verändert werden, wie zum Beispiel unser Engineering-PC. Mit Whitelisting wird das System auf einem definierten Zustand quasi eingefroren. Alle Programme, die zu diesem Zeitpunkt bekannt waren, dürfen ausgeführt werden. Alle Programme, die neu dazukommen, legitime Programme, aber auch Schadprogramme, dürfen nicht ausgeführt werden. Whitelisting hat somit die Ausführung unserer WannaCry-Exe verhindert und somit unser System vor einer Infektion geschützt. Gehen wir nochmal zurück zu unserem ersten System. Jetzt muss ich ein bisschen tricksen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Bedrohungen wie WannaCry entstammen keinen Spionagefilmen. Bedrohungen wie WannaCry sind allgegenwärtig. Und
Bedrohungen wie WannaCry werden in den nächsten Jahren schneller, effizienter, komplexer und heftiger werden. Darüber sind sich alle Experten einig. In Zeiten der zunehmenden Vernetzung durch die Digitalisierung wachsen die Systeme zusammen. Somit ist auch die Angriffsfläche deutlich größer und es ist für Angreifer möglicherweise deutlich lukrativer geworden. Auf die Folie zurück, bitte. Funktioniert die Technik, vielen Dank. Whitelisting ist aber nur ein Teil des Ganzen. Für einen umfassenden Schutz benötigen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Anlagensicherheit, Netzwerksicherheit und Systemintegrität müssen Hand in Hand gehen. Genau dies adressiert das Industrial Security Konzept von Siemens, basierend auf Defense in Depth. Mehrere aufeinander abgestimmte Schutzsysteme greifen ineinander. Mehr dazu und wie Sie sich und Ihre Anlage schützen können, erfahren Sie in unserem Security-Bereich, von mir aus gesehen, hinten rechts. Folgen Sie einfach diesem wunderschönen blauen Security-Würfel. Und wenn Sie jetzt noch nicht genau wissen, welche die beste Lösung für genau Ihren Anwendungsfall ist, empfehle ich Ihnen ein Assessment durch unsere Industrial Security Services. Und seit kurzem gibt es übrigens auch in unserem Trainingscenter C-Train ein Training für Security in der Fertigungsautomatisierung. Ich würde mich sehr freuen, vielleicht den einen oder anderen wiederzusehen, denn dann würden Sie mich auch als Trainer kennenlernen. Würde ich mal sagen, einen herzlichen Applaus erstmal an dich für deine Demonstration. Eindrucksvoll. Merkst du was? Ja. Hier ist aufgepasst worden. Alle wollten wissen, wie sie sich schützen können. Haben Sie jetzt so einen ungefähren Eindruck, wie das geht, was Sie tun müssen? Dann sprechen Sie den Kollegen gerne nochmal an, der erklärt Ihnen das im Detail. Genau. Was mich interessieren würde, war das jetzt eine echte Infektion bei dir? Ja, wie Sie ja gesehen haben, die Technik hat nicht so ganz mitgespielt. Wir haben hier wirklich... Das ist live. Das ist live, genau, that's the point. Das ist WannaCry, wie er leibt und lebt. Wie er letztes Jahr auf den Markt gekommen ist. Kein Fake, keine Demo. Aber gemäß Defense in Depth, wenn alle aufgepasst haben, wir haben natürlich Schutzmechanismen ergriffen. Das, was Sie gesehen haben, waren virtuelle Maschinen. Hier auf meinem Notebook läuft nur ein Linux-Betriebssystem und keinerlei Funk- oder Internetverbindung nach außen. Also WannaCry ist hier gut eingesperrt. Du hast gesagt, dass da sehr viele Systeme infiziert wurden. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Ja, das für mich heftigste Beispiel ist in England passiert. In London mussten sich zwei Krankenhäuser vom Notfallversorgungssystem abmelden, weil keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden konnten. Jetzt stell dir mal vor, Christine, du rufst den Notdienst an und man sagt dir, ja, wir kommen, aber es wird ungefähr eine Stunde dauern, bis du in der Notaufnahme ankommst. Ja, das kann tödlich enden. Das kann tödlich enden. Ergo, solche Infektionen haben nicht nur einen Impact in der Industrie, sondern auch möglicherweise in unserer gesamten Gesellschaft. Okay, also schon sehr, sehr eindrucksvoll. Ja. Es gibt aber eine Möglichkeit, Whitelisting ist hier ein Richtig, Thema, ne? Genau. Und das nutzen unsere Kunden. Ja, Whitelisting ist, wie Sie gesehen haben, eine sehr effiziente Methode, um einen soliden Basisschutz herzustellen. Aber, wie vorhin schon gesehen und auch im Video gesehen, es braucht mehr für einen umfassenden Schutz. Okay. Martin, herzlichen Dank an dich. Dir. Wirklich sehr eindrucksvoll. Du kennst dich aus im Thema. Wir dürfen dich morgen noch mal erleben hier bei uns auf der Bühne. Denn wir haben auch zum Thema Security vom TÜV Süd ein Zertifikat als Preis gewonnen, was wir morgen überreicht bekommen. Um 15 Uhr gibt es die Überreichung TÜV Süd Zertifikat für industrielle Sicherheitssysteme. Sind wir natürlich sehr stolz drauf. Da bist du auch wieder mit involviert. Richtig. Zeitnah in diesem Rahmen, 15 Uhr morgen hier auf dieser Bühne. Vielen Dank nochmal. Dann gehen Applaus, du darfst abstöpseln. Ja, mache ich.